Gestern war FED-Sitzung und die Anleger waren begeistert. Haben wir von der FED jetzt das bekommen, was wir brauchen, damit die Erholungsrallye weitergehen kann? Oder ist diese Begeisterung ein Irrtum und die Gefahren wachsen, ohne dass das vielen Anlegern bewusst ist? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Der Watschenbaum. Gestern ist er wieder mal umgefallen auf der Pressekonferenz der US-Notenbank. Der Watschenbaum ist ja ein wichtiger Bestandteil der süddeutschen Folklore. Er hängt voller Ohrfeigen und prasselt runter auf diejenigen, die um Ohrfeigen geradezu betteln. Und wenn jemand um Ohrfeigen wirklich gebettelt hat, dann waren es ja wohl die Aktienanleger im Vorfeld von der gestrigen US-Notenbank-Sitzung. Und eigentlich haben sie auch wieder welche bekommen. Die Fed hat den Leitzins angehoben, nochmal um 0,25% auf 4,5 bis 4,75%. Das ist aber natürlich erwartet worden. Und Jerome Powell, zugegeben, er war diesmal viel freundlicher natürlich, als er sonst immer war. Und er hat gesagt, dass der Inflationsdruck ja schon zurückgegangen ist. Und er hat auch gesagt, dass die Zinsen jetzt auch nicht zwangsläufig noch auf über 5% steigen müssen. Aber er hat eben auch gesagt, nach wie vor, wieder mal, die Inflation ist noch lange nicht besiegt und man soll 2023 auch keine Zinssenkungen erwarten. Das haben aber die Marktteilnehmer schon gar nicht mehr gehört und das ist auch was, das man anscheinend inzwischen irgendwie für so eine Art Floskel hält. Und dementsprechend war die Marktreaktion positiv gestern, vor allem beim Nasdaq-Index, was auch wieder mal zeigt, ein paar hinter die Ohren, das hat noch keinem geschadet. Weil die Marktteilnehmer sind ja in letzter Zeit permanent abgewatscht worden von der Fed. Die Fed hat immer wieder gesagt, es ist noch nicht vorbei, der Kampf gegen die Inflation ist noch nicht gewonnen und trotzdem sind ja die Börsen weiter gestiegen die letzten Monate und der Dow ist jetzt auch nur noch 8% von seinem Allzeithoch entfernt. Und diejenigen, die schon lange gesagt haben, man muss der Fed da nicht großartig glauben, die Zinswende ist trotzdem in Sicht, die fühlen sich seit gestern natürlich jetzt noch viel mehr bestätigt. Und was wir jetzt haben, ist eine ganz andere Debatte auch, nämlich ob die Fed und die anderen Notenbanken das Ganze nicht vielleicht sogar schon zu sehr überreizt haben, sodass wir jetzt grundlos in eine Rezession und eine Wirtschaftskrise reinrasseln. Vor einem halben Jahr, da war dieses Rezessionsthema den Börsen noch ziemlich egal. Da hat man gedacht, die Rezession, die kommt sowieso. Hauptsache, die Inflation geht erstmal runter. Nur jetzt sind die Börsen natürlich wieder gestiegen und jetzt wird Jerome Powell ja auch schon dafür gefeiert, dass er für die Wirtschaft und für die Märkte die große stabilisierende Kraft ist, so wie das hier die Zeitschrift Barron's schreibt. Und dass er anscheinend ja auch die sanfte Landung der Wirtschaft anscheinend wunderbar hinbekommt. Das hat er übrigens selber nie versprochen, dass es so läuft. Nur jetzt, wo wir eben wieder kurz vorm Allzeithoch stehen, da hätten wir diese sanfte Landung zusätzlich natürlich schon auch noch gern. Und nicht eine Rezession, in der dann die Unternehmensgewinne reihenweise einbrechen. Und das wirft die Frage auf, kommt so eine Rezession jetzt noch? Was spricht dafür und was spricht dagegen? Positiv ist, die Wirtschaftsdaten im Moment, die sind nicht so schlecht, wie man meinen könnte. Ich meine, in Deutschland und in der Eurozone, da gibt es ja jetzt zum Beispiel keine Rezession bis jetzt. Und in den USA, da gab es im vierten Quartal sogar ja ein annualisiertes Wachstum von 2,9%. Damit im Gesamtjahr ein Plus von 2,1%. Also alles bei weitem nicht so schlecht, wie man vor einem halben Jahr noch gedacht hätte. Dann, wir haben Rohstoffpreise, die sich auch wieder erholen. Hier zum Beispiel Brentöl, der Chart ist von TradingView. Von Juni bis November ein starker Rückgang wegen Rezessionsängsten und jetzt stabilisiert sich's aber wieder.
ähnlich Kupfer. Bei Kupfer geht es sogar schon wieder aufwärts seit Mitte Juli. Und auch Eisenerz ist auch vielsagend, ist stark konjunkturabhängig, Eisenerz. Und es ging da steil nach unten erstmal von März bis November, aber auch da jetzt wieder eine sehr starke Erholung. Und bei Rohstoffen, da spielt natürlich auch China eine sehr, sehr große Rolle, wo man wegen der Lockerungen jetzt ja mit einer deutlichen Erholung rechnet, was aber natürlich auch für die Handelspartner von China im Westen positiv ist. Und der IWF, der geht zum Beispiel davon aus, dass sich das chinesische Wachstum dieses Jahr auf 5% wieder erholt. Und das ist sowieso ganz interessant, weil der IWF rechnet nämlich für 2023 immer noch auch mit einem globalen Wachstum von 2,9%. Davon wird aber der größte Teil von den Schwellenländern getragen. Und die reichen Länder wachsen dieses Jahr nur noch um 1,2%. Und dazu kriegen Sie von uns nächste Woche einen Zukunftsmärkte-Report. Wie sind die Prognosen 2023 für die großen Schwellenländer? Brasilien, Indien, China, also die BRIC-Staaten. Das R fehlt da jetzt leider, weil man in Russland ja nicht mehr investieren kann. Dafür nehmen wir in dem Report jetzt noch Mexiko mit rein und Indonesien. Was für ein Wachstum erwartet man da in diesen Ländern und wie sieht da auch die Geldpolitik aus und das Zinsniveau? Und die Reports von uns, die sind kostenlos. Sie können sich also einfach dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de und der Link dafür ist hier auch nochmal unter diesem Beitrag. So weit, so gut. Aber es gibt auch Argumente dafür, dass es mit der Weltwirtschaft abwärts geht. Nehmen wir zum Beispiel die Exporte aus China. Das ist immer ein guter Indikator für die globale Nachfrage. Die Grafik hier ist von Reuters. Importe und Exporte 2022. Uns interessieren aber jetzt mal nur die Exporte in Rot. Im ersten Halbjahr waren sie noch ziemlich robust. Ab Sommer geht es dann da zurück und im November und Dezember regelrecht Einbrüche. Im Dezember ein Minus von 9,9%. Das ist kein gutes Zeichen. Oder der Baltic Dry Index, das ist ein Schiffsfrachtratenindex, hier der 5-Jahres-Chart von Trading Economics, ist natürlich verzerrt worden 2021 durch Engpässe in der Corona-Pandemie, aber trotzdem, er ist von diesem Hoch damals inzwischen um fast 90% gefallen und ist genau jetzt auch auf einem mehrjährigen Tief. Das spricht auch nicht unbedingt für Wachstum. Und das Wichtigste, speziell für die USA, das sind natürlich die Zinsen. Die Zinskurve in den USA, die ist erstens invertiert, schon lange. Also es gibt für Tagesgeld mehr Zinsen als für 5-jährige Staatsanleihen und für 5-jährige mehr Zinsen als für 10-jährige. Und zweitens, die Zinsen an sich, die gehen auch wieder zurück. Das ist der Zins auf US-Anleihen mit 10 Jahren Laufzeit im letzten halben Jahr. Das sieht nach dem Anstieg im Herbst jetzt noch nicht so dramatisch aus, aber das Hoch war schon im Oktober bei 4,3% und jetzt sind wir nur noch bei 3,4%. Und das bei einem Leitzins von 4,5 bis 4,7% mit immer noch steigender Tendenz. Soll heißen, der Bondmarkt geht ganz klar von der Rezession aus und dadurch dann deutlich fallende Zinsen wieder. Und damit haben wir zurzeit auch Daten und Indikatoren, die sich eben zum Teil auch stark widersprechen. Das hat man selten in der Form und es zeigt auch, wie unklar die Lage im Moment ist. Aber machen wir es nicht komplizierter, als es ist. Es gibt 4 Möglichkeiten. Erstens, es gibt eine Rezession oder einen starken Abschwung, was umgekehrt dann aber die Zinswende wieder beschleunigen würde. Zweitens, es gibt keinen Abschwung, dafür bleiben die Zinsen dann wahrscheinlich länger oben. Drittens, die Fed hat alles super perfekt getimt und sie kann wirklich die Zinsen bald senken, ohne dass es einen großartigen Abschwung gibt. Und viertens, es gibt eine Rezession, aber die Inflation geht trotzdem nicht richtig runter, sodass man die Zinsen eigentlich auch nicht senken dürfte. Die schlimmste Variante. Das sind die 4 Szenarien und leider ist davon nur ein einziges positiv. Und man hat aber ein bisschen den Eindruck, dass dieses einzige positive Szenario für den Markt gerade das Basisszenario ist. Dass also die Wirtschaft stabil bleibt und gleichzeitig schmilzt aber die Inflation weg wie Butter.
Und die Butterinflation schmilzt übrigens tatsächlich weg, zumindest hier bei uns, wenn man der Bild-Zeitung glauben darf. Da gibt es jetzt sogar schon wieder anscheinend regelrecht Preiskämpfe. Aber davon abgesehen, das ist die Verbraucherpreisinflation in den USA, die letzten 5 Jahre jeweils zum Vorjahr. Und es stimmt schon, es ist wieder ein bisschen besser geworden. Seit Juni ist sie wieder rückläufig. Aber sie war im Dezember immer noch bei 6,1% und damit deutlich über dem Inflationsziel von 2%. Und die Kerninflation ohne Energie und Essen, was sich ja am stärksten jetzt wieder verbilligt hat, die ist auch noch bei 5,7%. Die Inflation hat also übergegriffen inzwischen auf andere Wirtschaftsbereiche. Und am Markt, in dem Fall am Terminmarkt, da geht man aber davon aus, dass wir im Sommer nur noch eine Inflationsrate haben werden von 2,5%. Das ist schon sehr, sehr sportlich und optimistisch und ist eigentlich auch nur möglich, meiner Meinung nach, bei einem wirklich signifikanten Wirtschaftsabschwung. Und das sind die Markterwartungen für die Leitzinsen und wie sich diese Erwartungen auch verändert haben seit Oktober. Das ist eine Grafik von der Financial Times. Oben die beiden Linien für die USA und unten für die Eurozone. Und das war kurz vor der FED-Sitzung jetzt. Und speziell für die USA, da ist das aktuelle die hellblaue Linie, da geht man davon aus, dass der Leitzins schon dieses Jahr mehrmals gesenkt wird wieder und dass er nächstes Jahr dann auch nochmal deutlich fällt und ab 2025 dann auch deutlich unter 3% ist und in der Eurozone dann knapp über 2%. Aber auch das und speziell die kurzfristige Entwicklung da, auch das kann ich mir eigentlich nur vorstellen bei einem wirklich starken Wachstumsabschwung. Oder aber es kommt eben schlicht und ergreifend nicht so. Und bei allem, was Jerome Powell gestern vermeintlich in Aussicht gestellt hat, das, was wir hier haben an positiven Erwartungen, das hat er mit Sicherheit nicht in Aussicht gestellt. Wie geht's Ihnen dabei? Haben Sie das Gefühl, wir haben jetzt als Börsianer was zum Abfeiern oder ist Ihnen auch ein bisschen unwohl? Zu einem guten Teil ist das Ganze natürlich auch Psychologie. Und wenn man jetzt Optimist ist, dann kann man natürlich auf dem Standpunkt stehen, die Welt sieht heute besser aus als vor einem Jahr, also kaufen. Das ist von vielen auch die Sichtweise, ganz schlicht und einfach. Man kann sich aber auch fragen, wo stehen wir jetzt? Und der Grat hin zu dieser erhofften sanften Landung, der ist möglicherweise eben doch schmaler, als man denkt. Ich bin nicht der Meinung, dass die FED gerade einen Fehler macht, dadurch, dass sie standhaft bleibt. Aber der Markt macht eben möglicherweise einen Fehler, dadurch, dass er nicht wirklich erkennt, dass die FED gerade standhaft bleiben will. Und dass das aber eben auch negative Folgen haben kann. Und ich bin außerdem immer noch der Meinung, so wie ich das schon vor einem halben Jahr gesagt habe hier, dass die Inflation eben wahrscheinlich leider nicht eingedämmt werden kann, ohne dass nicht auch in irgendeiner Weise eine signifikante Wohlstandszerstörung stattfindet. Bis jetzt ist das Ganze noch erstaunlich gut vermieden worden, wirklich, weil die Staaten haben massiv Geld ausgegeben, damit sie die Inflationsfolgen bei den Leuten auch lindern. Und die Arbeitnehmer, die wollen natürlich jetzt ihre Kaufkraftverluste ausgleichen durch hohe Lohnforderungen. Und die Unternehmen, die haben ja die höheren Preise einfach auch gleich an die Kunden weitergereicht. Ist alles schön und gut. Aber solange das für alle so wunderbar läuft, so lang dreht sich eben auch das Inflationsrad immer weiter. Und die Notenbanken, die müssen die Inflation aber wieder rauspressen jetzt aus dem System. Und irgendwer muss auch dafür bluten, ob das jetzt die Unternehmen sind oder die Arbeitnehmer oder die Anleger und ob das die Vermieter sind oder die Mieter oder auch alle zusammen. Das Kind ist aber einfach schon lang in den Brunnen gefallen und in irgendeiner Weise müssen die Volkswirtschaften dafür jetzt den Preis zahlen. Und das kann uns auch als Anleger nicht egal sein.
Ich gehe dieses Jahr nicht von einem großen Crash aus, wenn nicht noch irgendwas ganz Überraschendes passiert. Aber ich gehe eben davon aus, dass die Grundtendenz am Markt nicht so positiv sein wird dieses Jahr, wie das gerade viele denken. Vielleicht hat das aber auch was Gutes, weil wenn man jetzt nicht voll investiert ist als Anleger, dann muss man jetzt wenigstens nicht gleich in Panik verfallen, wenn man die große Erholungsrallye jetzt sieht, weil es gibt einfach doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man die Aktien, die man gern noch kaufen würde, dass man dieses Jahr die irgendwann auch mal ein bisschen billiger noch kriegt. Gut, bald sind ja wieder die Oscar-Verleihungen auch und letztes Jahr war ja da der Höhepunkt, die Ohrfeige von Will Smith. Dieses Jahr geht der Oscar für die beste Ohrfeige 2023 fast sicher an Jerome Powell, weil der teilt inzwischen Ohrfeigen aus, ohne dass es die Leute überhaupt noch merken. Und er ist natürlich sowieso ein Superstar, ganz klar, mit einem riesen Publikum, das auch wirklich an seinen Lippen hängt und das, obwohl er ja auf Instagram noch kein einziges Bikini-Foto veröffentlicht hat. Auf jeden Fall ganz, ganz großes Kino. Und ich hoffe, Sie verfolgen das auch begeistert weiter hier in meiner kleinen Börsenwochenschau. Idealerweise natürlich gleich als Abonnent, dabei auch auf die Glocke drücken, dann sehen Sie auch von vornherein, wenn neue Videos da sind von mir und was für Videos auch da sind. Und abgesehen davon darf ich auch noch mal kurz daran erinnern an unseren nächsten Gratis-Zukunftsmärkte-Report nächste Woche zu den Wachstumsprognosen und auch zur Geldpolitik in den großen Schwellenländern. Den können Sie sich noch sichern, wie gesagt, auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.